schlau. Als man nämlich Zäune noch nicht so einfach platzieren konnte wie in reiferen Versionen. Und dann ziehen wir hier die Plattform rüber. Ja, genau, in die Bounding Box von der gekommen hier. Zaun rauf, hier schon mal den Abschluss, noch ein Zaun und noch ein Zäunchen und dann haben wir doch hier schon mal so langsam eine Plattform. Mit der wir hier langsam arbeiten können. Moment, jetzt sind wir dicht. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Können hier wir hier so einen Aufgang zimmern. Und dann wieder hier ein bisschen vom Berg rausgehauen. Es dauert halt echt so ein Stück Berg erstmal ewig abzurunden. So, schlafen oder ja, ich würde schon schlafen gehen. Oder hier verweilen, aber das ist nicht gut, vor allem wenn hier noch offen ist und da unten Monster stehen könnten, die auf uns ballern, das ist nicht geil. King's Quest 5 Concerning Daventry. Ja, das ist doch ein Lied voller Nostalgie, der auch an einen werten Herrn Range erinnert. Zumindest mich immer. Da 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 da. Chicken! Hier! Gib mir Nuggets! Da, 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 da. So. Das hier rein und das da rein und da können wir auch vielleicht mal ein Eimerchen noch machen. Und zwar hier. Und Eier kann man auch noch ablagern und vielleicht die Truhe hier mitnehmen. Meine Schlaftruhe natürlich. Tup, tada.
bietet sich gerade ein perfider Plan in meinem bösartigen Gehirn. Es gibt Wölfe! Hallo! Wölfchen! Das heißt, wir hören uns dem nächsten Hund zähmen. Oh, hätte ich gerade Knochen dabei. Komm, habe ich Knochen? Knöchelchen. Hey, Honey. Der Wouts. Endlich eine Bellkatze. Komm mit. Komm mit, Wufzi. Reiß das Schaf. Genau das wollte ich. Komm. Musst jetzt ein bisschen schwimmen und planschen, aber das kannst du doch bestimmt hier. Kommst du mit, Wouzi? Wenn der Zombie schwimmen kann, kannst du das so schon lang hier. Hoffentlich stirbt er nicht und portet sich lieber mit uns dahin zurück. Vor allem das Geile, ich habe gesagt, ich will hier mit der Axt noch ein bisschen Bäume abbauen. Es ist locker schon eine halbe Stunde her. Oh Mann. Oh, süßer Wouts. So. Na, da hockst du dich erstmal hier hin mit. Und ich bastel derweil noch eine Leiter. Leiter geil. Die brauchen wir zumindest hier noch. Und. Na, nehmen wir doch die erstmal dran hier. Dann haben wir hier auch endlich mal zwei Schmelzöfen. Und können hier mal ein Stack reinhauen und hier mal ein Stack reinhauen und dann haben wir auch gleich wieder ordentlich Glas am Start. Eigentlich möchte ich nämlich hier unten eine so ziemlich undurchdringliche. Was ist denn, Hundi? Hier eine Plattform machen, von der man vielleicht mal reinschauen kann, aber. Tja. Ach, Hundi. Und hier vielleicht so eine Glasplattform rein. Aua. Und dann da oben vielleicht schon noch ein Dach drauf, um das ein bisschen noch ein bisschen düsterer zu gestalten. Und da unten vielleicht sogar die Fackeln ein wenig weg vom ganzen Bereich hier. Damit es nicht mehr ganz so direkt beleuchtet ist, die ganze Umgebung. Nur auf jeden Fall aufpassen, dass hier oben nichts spawnt.
Nicht, dass wir ja hier mal eine unsanfte Überraschung erleben. Uff. Sieht jetzt markant aus. Oh. Aber ich würde halt gern wissen, wie es abends aussieht, wenn hier ein bisschen düsterer die Stimmung ist. Da, was war das? Breath of Fire wieder. His first good deed. Weißt du was? Ich prügel jetzt hier noch mit der Axt raus und dann schaue ich mal runter, ob da jetzt endlich mal was geht. Ich meine, diese Axt, die hält jetzt schon seit Ewigkeiten irgendwie. Platsch. Da, 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 da. Hier sieht man sogar noch die Elferblätter. Oh, eigentlich will ich die gar nicht weghauen, weil die so nostalgisch sind. Oder weil ich nostalgisch bin. Wenn jetzt das Licht ein bisschen weggenommen ist, dann müsste da doch demnächst einmal was spawnen. So. Schaffis! Ich habe einen Wolf gezähmt! Ja! Es ist schon krass, wie sich Minecraft entwickelt hat. Wir haben hier gerade die erste Session, Seite 1.4. Und gleich mal einen Wolf gezähmt und ein Bett gebastelt und dann geschlafen, ja. Freue mich auch schon drauf, wenn wir endlich mal eben eine Schere haben und dann eben auch hier Pflanzen abbauen können. Hier das Blattwerk. Nämlich auch ganz lustige Designs machen und müssen da nicht mehr drauf Acht geben, wie wir Bäume hier einbauen könnten. Geht dann auf jeden Fall viel leichter mit Blättern zu designen. Komm schon. Ey, die ist immer noch nicht durch. Das kann ja nicht sein. Jetzt aber. Punkt 1 Stunde 17 und die Axt ist durch.